Csetkészári ist ein Viertel Helsinkis, das sich dramatisch verändert. Dort liegt Europas verkehrsreichster Passagierhafen. Ville lebt in diesem Bezirk. Er nutzt oft ein Carsharing-Elektroauto. Es gehört zu einem Pilotprojekt zur Überwindung von Mobilitätsproblemen, das Teil von Six Eika ist, einer Strategie zur nachhaltigen Stadtentwicklung, die von der europäischen Kohäsionspolitik unterstützt wird. Ich nutze diesen Service ungefähr einmal im Monat, wenn ich ein Auto nur für den Hinweg brauche. Es ist praktisch, weil man es an keiner bestimmten Stelle abstellen muss. Man kann es grundsätzlich überall parken. Das Carsharing-Projekt mit Elektroautos ist nur eine von vielen Initiativen, die das Six Eika-Programm in den 6 größten finnischen Städten anbietet. Ein Drittel der Finnen profitieren von der Strategie, die rund 50 Projekte umfasst. Das Gesamtbudget beträgt 100 Millionen Euro. Fast die Hälfte davon wird von der europäischen Kohäsionspolitik finanziert. Einmal im Monat treffen sich Vertreter der 6 Städte mit staatlichen Mitarbeitern in Helsinki, um die Projekte zu bewerten. Neue Ideen werden regelmäßig getestet. Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft sind aktuelle Schwerpunktthemen. Aber auch in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Bildung gibt es Pilotprojekte. Oulu, 800 Kilometer nordöstlich von Helsinki, ist eine der Partnerstädte. Dort werden 3 Projekte von Six Eika getestet. Darunter die Prekary-Anwendung, die an diesem Vormittag von Grundschülern im Mathematikunterricht getestet wird. Jede Figur in einem Video stellt eine Bewegung oder Emotion dar, die die Kinder nachmachen sollen. Wir haben festgestellt, dass die Lernergebnisse besser werden, wenn wir den Unterricht spielerischer gestalten. Die Kinder kennen die Figuren gut, die Lehrer können die Schüler wahlweise anregen oder beruhigen. Jeder Schüler hat seinen Liebling. Ich mag Tenny am liebsten, er ist eine ruhige Figur, genau wie ich selbst. Prekary gibt es an 120 finnischen Schulen. Wenn ein Pilotprojekt von Six Eika erfolgreich ist, wird es von anderen Städten übernommen. Wir sind eine Pilotschule. Jetzt kommen andere finnische Schulen, um sich anzusehen, was wir machen. Und auch die anbietenden Unternehmen bekommen gute Bewertungen. Wir machen diese Initiative noch mindestens das ganze Jahr über weiter, vielleicht sogar länger.